Communication Congress in der Übersetzung von Mü und Eipfen. Ihr kennt alle Tor, nicht wahr? Es ist ein super Tool, um anonym zu kommunizieren. Aber manchmal funktioniert das einfach nicht für die Sache, die du tun möchtest, weil du vielleicht mehr Bandbreite brauchst oder so. Also die Frage ist, gibt es noch andere Optionen in diesem Raum von Anonymisierungsnetzwerken? Wir haben hier den Titel, das ist Erik. Er wird jetzt über How Alice and Bob Meet If They Don't Like Onions reden. Hi, my name is Eric. Hallo, mein Name ist Erik. Ich heiße euch willkommen zu diesem Vortrag. Ich arbeite bei der Universität in Hamburg, Gruppe Privatsphäre und Sicherheit. Wir haben viel Forschung in Privatsphärennetzwerke gemacht, vor allem John O'Neill. Mein Professor hat da ein bisschen Erfahrung, vielleicht 15 bis 20 Jahre. Lasst uns auf die Agenda dieses Vortrags schauen. Am Anfang schauen wir uns ein paar Grundlagen an: Anonymität, Strategien in die Richtung, verschiedene Gegner. Und dann schauen wir uns tatsächlich praktische Anonymisierungsnetzwerke an. Vor allem I2P, Freenet, GNUNET und John O'Neill. Danach schauen wir ein bisschen in die Forschungsarbeit und fassen am Ende zusammen. So, was ist Anonymität? Anonymität ist der Zustand, wo ein Individuum nicht identifizierbar ist in einer größeren Menge von Benutzern. Hier sieht man auf der linken Seite Alice. Sie ist in einer Anonymitätsmenge von Sendern. Und sie schicken dann die Nachricht durch das ACN, das anonyme Kommunikationsnetzwerk. Das gleiche gilt auch für Bob. Er ist auch in einer Menge von möglichen Empfängern. Er kann auch ein bisschen Empfänger-Anonymität haben. Es gibt auch die Option, dass beide Seiten anonym sind. Dann sprechen wir von Sender-Empfänger-Anonymität. Es gibt auch die Eigenschaft der Nichtverknüpfbarkeit. Das heißt, dass es mehrere Sachen gibt, die Kommunikation oder so, wo ein Angreifer nicht verstehen kann, ob sie zusammengehören oder nicht. Wir nennen das Relationship-Anonymität. Und hier kann der Angreifer nicht erkennen, ob die Nachrichten hier können sie miteinander verbunden werden, weil man die Pakete vergleichen kann, und dann sieht man, dass Alice und Bob zusammenhängen. Hier können sie Paketanalyse machen und zum Beispiel über den Zeitverlauf der Pakete oder so weiter oder die Bandbreite und so weiter und dann oder vielleicht auch der Inhalt der Nachrichten. Also eine wichtige Frage ist, wenn man über Anonymität redet, wem vertraut man eigentlich? Und es gibt verschiedene Strategien,
Anonymity, which, try to establish zur Anonymität, um Vertrauen herzustellen. Like for example, there's the strategy zum Beispiel, of traffic that you send some Deckverkehr. Random traffic to also, dass man zufällige Nachrichten schickt, um die tatsächlichen Nachrichten zu verstecken. Sehr erfolgreich ist auch das Broadcasting, das heißt, man schickt die Nachrichten an mehrere und nicht nur an das wahre Ziel. Is able to decrypt. Aber nur der tatsächliche Empfänger, in dem Fall Bob, kann tatsächlich auch die Nachricht entschlüsseln. Man kann Vertrauen an eine dritte Partei auslagern, zum Beispiel ein VPN oder ein Proxy. Aber es hängt davon ab, wem man vertrauen möchte. Ja, wenn man eine VPN vertrauen möchte, dann kann man dadurch anonym werden. Später haben wir noch eine Folie über Mixes. Or like the anonymous remailer. And there are different anonymity systems. Es gibt verschiedene Anonymitätsnetzwerke, die versuchen, Vertrauen zu verteilen. Also, dass man nicht einer Entität vertrauen muss, sondern mehreren, und das auch verteilen kann. Zum Beispiel sichere Berechnungen über mehrere Parteien. Then cascades of mixes, which are Mixkaskaden werden wir später noch sehen. Zwiebel- und Knoblauch-Routing werden wir gleich auch noch später besprechen. Das hier ist ein Einsprung-Mix. Also wir sehen hier Charlie und Alice. Also Charlie sendet eine Nachricht und Alice sendet zwei Nachrichten. Charlie's message arrives the first, and afterwards. Und Charlies Nachricht erreicht den Mixer zuerst und danach kommen Alice zwei Nachrichten. Mix can have like a threshold that und he says okay. Der Mixer hat einen Grenzwert. I'm only able to cache three messages. Also sagt er zum Beispiel, ich kann nur drei Nachrichten im Speicher halten und danach verteilt er die und mischt die und schickt die und schickt die weiter. Und jetzt ist halt die Reihenfolge anders, als sie reingekommen sind. And with some latency. So. Mit halt zusätzlicher Verzögerung. Here the left and the right side has some difficulties to link the messages. Und jemand, der nur den linken und den rechten Teil beobachten kann, der kann jetzt nicht mehr bestimmt, nicht mehr so gut sagen, welche Nachrichten zusammenhängen. I think if you are quite familiar with Onion Routing, ist das, was Tor benutzt. Und wenn man Tor kennt, dann kennt man vielleicht Onion Routing. And Alice sends a message, which is encrypted. Alice sendet hier jetzt eine Nachricht, mit die and über drei verschiedene Verschlüsselungsebenen verschlüsselt ist. And the purple or the message is encrypted towards the purple. Die Nachricht note and the green note and the blue note. Wird jetzt erstmal von der lilanen, dann von der grünen, dann von der blauen Knoten entschlüsselt. Propagates through the ACN. Single layers of encryption are removed. Und jeder Knoten entfernt halt seine Ebene der Verschlüsselung. Und am Ende erreicht dann Bob die Nachricht wie erwartet. Garlic routing, which is used by I2P, ist Knoblauch routing. Garlic routing. There are some parts in common with onion routing, but there are also hängt zum Teil mit onion routing zusammen, aber etwas, einige Sachen sind anders. In comparison to the earlier slides, we have a peer-to-peer architecture. Also im Vergleich zu der zur Folie davor haben wir jetzt eine peer-to-peer-Architektur. Can also be used by other nodes, by other peers. Also Alice, die jetzt eine Nachricht schicken will, kann auch von anderen Peers im Netzwerk benutzt werden, um Nachrichten weiterzuleiten.
Das heißt, sie nimmt aktiv teil im Netzwerk. Sie hat einen ausgehenden Tunnel. Hier durch den blauen Pfeil signalisiert. Bob has an inbound tunnel. Und Bob hat einen blauen, einen inbound tunnel. Hat den inbound tunnel in braun, sorry. They are unidirectional, so messages can only go through in one direction. Tunnel sind Einwegstraßen, Einbahnstraßen. Special for Gaelic encryption. Und das Besondere an Gaelic encryption ist, dass Nachrichten zusammengefasst werden können. Multiple parts. Wie eine Knoblauchknolle, wo man halt mehrere Zehen hat. Alice can end-to-end encrypt her message to Bob. Also kann Alice jetzt mehrere Nachrichten zu Bob verschlüsseln. Und das rettet uns jetzt ein bisschen Bandbreite. Wenn Bob dann bestätigen möchte, dass er die Nachrichten gekriegt hat, kriegt er das einfach dadurch, also kann er das alles auf einmal machen. Die schwarze Verbindung dort ist einfach die Verbindung zwischen Alice's Outbound Tunnel, also den ausgehenden Tunnel, und Bob's Inbound Tunnel, den eingehenden Tunnel. Das ist sozusagen der erste Knoten von Bob's eingehenden Tunnel und der letzte Knoten von Alice. Ausgehenden. Alice kennt gar nicht die genaue Adresse von Bob. Sie kennt bloß das Gateway, also den ersten Knoten seines eingehenden Tunnels. Zwischen diesen Knoten ist auch Zwiebel-Routing genutzt, Onion-Routing. Schauen wir uns mal die Gegner an. So, and there's an external adversary. Es gibt den äußeren Gegner, der Angreifer. Es gibt den äußeren Angreifer, der bloß den Traffic beobachten kann. Dann haben wir den internen Angreifer, der auch schauen kann, wie die Leute kommunizieren, kann auch teilnehmen an dem Netzwerk, kann auch sehen, welche Nachrichten weitergeleitet werden auf diese Art und Weise. Dann haben wir den passiven Angreifer, der bloß schaut, was passiert, und der aktive Angreifer, dem es möglich ist, Nachrichten zu löschen, sie zu modifizieren oder weitere hinzuzufügen. Dann haben wir den lokalen Angreifer, der bloß in einem kleinen Teil des Netzwerks aktiv ist. Und wir haben den globalen Angreifer, der das komplette Netzwerk sieht. Oder manchmal nutzen wir auch bloß den globalen Beobachter, der den kompletten Verkehr sehen kann. Okay. Now let's go to the interesting part of the talk. So lasst uns nun zum interessanten Teil des Vortrags kommen. How did we select the networks which? Wie haben wir die Netzwerke ausgewählt, die wir uns anschauen? Wir haben geschaut, was es so gibt. Wir haben ein paar Netzwerke gesehen, die nicht implementiert sind oder nicht funktionieren oder es nicht in der Praxis möglich ist, sie zu benutzen. Wir haben gesehen, dass es vier Netzwerke gibt neben Tor, die relativ einfach zu benutzen sind. Sie sind aktiv in der Entwicklung. Jeronym, Freenet, I2P und GNUnet. Und später für die Forschungsprojekte haben wir uns gedacht, ja, es gibt zu viele davon, und dann haben wir einfach ein paar genommen, die ein bisschen interessant aussehen. First of all, let's have a look at I2P. Als erstes lasst uns mal I2P anschauen.
I2P ist Low Latency, geringe Latenz. Es hat 70.000 Knoten gegenüber Tor, was nur ungefähr 7.000 Knoten hat. Also bezüglich der Knoten oder jeder Partner ist auch ein Relay in diesem Fall. Es ist größer als Tor, aber Tor hat tendenziell mehr Nutzer, ein paar Millionen pro Tag. I2P, das Focus on Hidden Services. I2P fokussiert auf versteckte Services. Damit kann man nicht das Legacy-Internet, also das veraltete Internet, benutzen. Es gibt ein paar Proxys, sodass man normale Webseiten benutzen kann. Aber es ist eigentlich nicht so gedacht, so benutzt zu werden. Übliche I2P-Anwendungen sind Peer-to-Peer, wie zum Beispiel File-Sharing oder BitTorrent. Im Internet zu surfen, E-Mail zu benutzen, Instant Messaging oder auch IRC. Die Community ist relativ aktiv und sie haben in den letzten 2 Jahren immer so alle paar Monate released, alle 2. Hier sehen wir, wie Alice und Bob sich treffen auf I2P. Es ist nicht unbedingt notwendig, dass es bloß 3 Knoten gibt. Jeder I2P-Client kann schauen, wie viele Knoten er benutzen möchte. Die Größe der Säule zeigt, wo Verschlüsselungsebenen entfernt oder hinzugefügt werden. Also hier sehen wir, dass für Garlic Routing 2 verschiedene Verbindungen gebraucht werden. Beide brauchen ungefähr 2 Tunnel, um halt eingehende und ausgehende Verbindungen zu haben. Wie auch bei Tor ist die Lebensdauer von Tunneln begrenzt. Beide begrenzen die Lebenszeit von einem Tunnel auf etwa 10 Minuten. How does I2P solve the bootstrapping? Wie löst I2P das Bootstrap-Problem? Peer-to-Peer-Netzwerke haben das Problem, wie findet man eigentlich heraus, wer bereits Teil des Netzwerks ist? I2P and also Freenet and GNUnet. I2P und auch Freenet und GNUnet laden eine öffentliche Quelle herunter, die in die Software gehardcoded ist. Und darin steht eine Liste aktiver Peers. Und danach können sie im Netzwerk teilnehmen. Das Besondere an I2P ist, dass jeder Knoten lokale Statistiken sammelt über alle anderen Knoten. Das wird dann später benutzt, wenn der Knoten seinen Tunnel aufbauen möchte. Und dann kann er einfach nur die gut funktionierenden Knoten benutzen. Neben dem eingehenden und ausgehenden Tunnel gibt es auch Exploratory Tunnel. Die werden benutzt, um andere Tunnel zu bauen, zu managen und auch wieder abzureißen. By sending a tunnel construction request over the exploratory tunnel. Also schickt man eine Tunnelaufbauanfrage über den Exploratory Tunnel. Then symmetric keys are exchanged. Und dann werden symmetrische Schlüssel ausgetauscht. Alice found the successor of this node. She can. Und Nachfolgeadressen sind ausgetauscht und. Node the successor address. For the tunnel.
So, how does Alice get the contact information? Wie kriegt Alice jetzt die Kontaktinformationen von Bob? There are two data, or especially two data structures. Es gibt zwei Datenstrukturen in I2P. Einmal die Router-Info und einmal und dann das Leaf-Set. Information about each peer. Router-Info ist Information über jeden Peer. Da drin stehen zum Beispiel der öffentliche Schlüssel und die Kontaktinformationen. And the least set is used when you das least set a service with an I2P, a hidden service, wird benutzt, wenn man einen Service als I2P Hidden Service operiert. Inbound tunnel gateways, which are least set. And these informations are diese Informationen collected by super peers, werden von super peers gesammelt. And this is a distributed hash table. Das ist quasi eine verteilte Hash Table von Peers. I2P protects the information. Which peer? I2P schützt die Informationen, welcher Peer jetzt welchen Service betreibt. Previous knowledge about Bob, let's say his URL, you mit can contact him. Vorheriger Informationen über Bob. Zum Beispiel seine Router-Info oder sein Leaf-Set können aus der NetDB wieder rausgeholt werden. So, let's have a look at Freenet. Lass uns mal Freenet angucken. Freenet is also a peer-to-peer network. Freenet ist ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Etwas kleiner, hat etwa 10.000 Knoten. It focuses on distributed information. Mit einem Fokus auf verteilte Informationslagerung. Wird seit 2001 aktiv entwickelt. Optional friend-to-friend topology. Und es gibt optional eine Freund-zu-Freund-Topologie. You can decide whether you only trust your friends. Also man kann sich entscheiden, ob man nur seinen Freunden vertraut. Dann wäre es quasi eine Whitelist. Which peers you want to connect. Und ja, das ist eine Whitelist, zu welchen Peers man sich eigentlich verbinden will. File storage, static. Anwendungen für Freenet sind zum Beispiel Dateiverwaltung und den Rest frage ich nicht schnell noch. Okay, wie treffen sich jetzt Alice und Bob in diesem Netzwerk? Wir sehen, es gibt keine Tunnel, es gibt keine Onion Encryption, Verschlüsselung. It's like this. Alice asks her neighbor for also Alice fragt ihren Nachbarn nach bestimmten Informationen. She has a key for information. She is also sie hat einen Schlüssel für Nachrichten, nach denen sie sucht. The neighbor does not, in this case, does not have the information. Der Nachbar hat diese Nachrichten nicht und fragt jetzt seinen Nachbarn. The neighbor replies, no, I don't have this information. Und jetzt sagt der Nachbar wieder, nein, habe ich nicht. Again, the next nodes are asked. Und dann werden die anderen Knoten gefragt. We see finally after we follow all the links, we see that. Und nach einer gewissen Zeit kommen diese Anfragen halt bei Bob an und er war der Einzige, der antwortet, dass er diese Information hat. He is sending this information towards Alice. And he is not sending this information directly. Er schickt diese Nachrichten halt nicht direkt an Bob und an Alice und nicht direkt. Note. And what is special about das Besondere an Freenet ist, dass this is rather ineffective. It would be much man könnte sich jetzt denken, das ist jetzt nicht besonders effektiv. Es wäre viel effektiver, effizienter, wenn man das direkt an Alice senden würde. Aber hier ist jetzt plausible Bestreitbarkeit. Ja. Like it's he also gets the information. Also jeder andere kriegt auch die Nachrichten auf dem Pfad. Yeah, for an attacker it's more difficult. Für einen Angreifer ist es jetzt schwieriger zu entscheiden, von wem kommen diese Informationen eigentlich und an wen gehen sie eigentlich. Nodes are getting this information. Weil auch viele andere Knoten diese Nachrichten kriegen. Die Anonymitätsmenge ist dadurch vergrößert worden.
Peer-to-Peer-Network, das dieses Peer-to-Peer-Netzwerk, wie gesagt, macht größtenteils verteilte Dateiverwaltung, Lagerung. Und die Knoten auf dem grünen Pfad, die speichern jetzt diese Informationen. Und wenn Alice jetzt das nächste Mal die grüne Knoten nach diesen Informationen fragt, dann kann die grüne Knoten jetzt direkt diese Informationen zurückliefern. Also, und dadurch ist das halt dann zensursicher von allen anderen Knoten gecached. Aber Bob hat keine Möglichkeit mehr, diese Nachricht zu löschen. Nachrichten werden nur gelöscht, wenn sie zu alt werden. Und dann werden sie halt aus dem Cache entfernt. And each node in the freenet provides a few gigabyte roundabout to jeder Knoten in dem Netzwerk macht etwa 1000 ein paar Gigabyte zum Netz. GNUnet ist ziemlich ähnlich zu Freenet. Aber bei GNUnet gibt es auch ein paar andere Sachen, zum Beispiel eine GNUnet Foundation gibt es, eine GNUnet Stiftung, die einen alternativen Netzwerkstack entwickeln möchte, wo man auch diese Hop-to-Hop-Architektur hat. Die Hauptanwendung ist auch, von GNUnet ist auch Dateispeicherung und Dateisharing, aber es hat ein ökonomisch inspiriertes Vertrauensmodell. Relays können hier entscheiden, ob sie die Nachrichten weiterleiten möchte zu einem Knoten oder zu mehreren. Es gibt auch die Option, Anonymität für Effizienz zu handeln. Genauso wie bei Freenet gibt es auch die Freund-zu-Freund-Option, wo man bloß die Freunde hinzufügt, die man kennt. Lass uns mal anschauen, wie das funktioniert. Hier sagen wir, dass Alice eine Anfrage an den lila Knoten schickt. Pink link the lower. Das ist die pinke Verbindung, die untere pinke Verbindung. Sie sendet eine Anfrage an den lila Knoten, dieser leitet es weiter an den orangen Knoten. Und was der lila Knoten getan hat, ist, dass die Antwortadresse von Alice auf die Antwortadresse von dem lila Knoten geändert worden ist. Wir sehen, dass der orange Knoten das nicht tut. Das ist auch der Grund, warum die Verbindung lila ist. Orange fasst die Antwortadresse nicht an. Bob sendet jetzt die Antwort nicht an den orangen Knoten, sondern an den lila Knoten. Auf diese Art und Weise haben wir einen Knoten weniger in dem Pfad. Auf diese Art und Weise können wir Anonymität für Effizienz handeln. Jononym ist auch ein anderes Netzwerk. Sein Fokus liegt auf dem veralteten Internet, dem sogenannten veralteten Internet. Es ist auch bekannt unter Java Anon Proxy, also Java Anonymitätsproxy. Es wurde auch von anderen, also es wurde aus einem Forschungsprojekt entwickelt. Es ist Mix-basiert. Das Besondere von Jononym ist das Provider-Modell. Es gibt einen Premium-Service, wo die Nutzer bezahlen müssen. Bei den anderen Netzwerken ist es immer kostenlos. Also die Benutzung der Netzwerke ist kostenlos.
Oder man kann auch die kostenlose Option benutzen, aber da hat man bloß zwei Relays oder zwei Hops in einer Kaskade. Bei dem Premium-Modell würde man drei haben. Was an dem Provider-Modell anders ist, ist, dass die Provider bekannt sind. Sie werden bestätigt von der Firma Jononym, und Jononym hat 5000 bezahlende Kunden. Lasst uns Jononym anschauen. Jononym hat ein paar Kaskaden. Der Pfad ist von vornherein klar. Entweder nennt man die grüne Kaskade, die graue Kaskade oder die schwarze Kaskade. Es gibt keine andere Option. Die Sender bestimmen, welche Route benutzt werden. Es ist nicht möglich, welche Route benutzt wird. Wie in Tor oder Freenet. Tor oder IP2P. Jononym hat einen Infoservice, der die Benutzer informiert über die Performance von den Kaskaden, informiert, wie viel Bandbreite noch verfügbar ist, wie viele Nutzer die jeweils haben. Es gibt einen Bezahlservice. Das Besondere über Jononym ist, die Wand, die ihr dort seht, das ist zum Beispiel die Great Firewall of China. Wenn jemand die Verbindung zensiert und es dir nicht erlaubt ist, zu Jononym zu verbinden, da siehst du über den blauen Knoten, da sind ein paar schwarze Pfeile. In der grafischen Benutzeroberfläche des Jononym-Clients hat man die Option, anderen Benutzern zu erlauben, die Bandbreite zu benutzen, falls ihre Verbindung zensiert ist. Was jetzt passiert ist, dass der blaue Knoten mit dem Pfeil darüber ein Proxy für den anderen Benutzer ist, sodass der zu der Kaskade verbinden kann und sie die Zensur umgehen können. Weil es relativ einmalig ist, einen solchen Bezahlservice zu haben. Hier sieht man, dass Alice ein bisschen Verkehr kaufen muss. Diese Information ist zur Mixkaskade gegeben. Die Mixkaskade fragt den Bezahlserver, ob wirklich bezahlt worden ist. Und der Billing-Server, der Bezahlserver, dem kann man das Geld über anonyme Geldtransfers geben, wie zum Beispiel per Post, PaySafeCard, aber es gibt auch nicht anonyme Methoden wie Banküberweisungen. Okay, jetzt lass uns diese Service doch mal vergleichen. Also in diesen praktischen Anonymitätsservices, einschließlich Tor, keiner schützt gegen einen globalen passiven Beobachter. Und wir wissen, dass Geheimdienste kooperieren miteinander. Also zumindest. Also das ist zumindest eine annehmbare Bedrohung, dass es einen solchen globalen passiven Beobachter gibt. Jedes ACN hat so Möglichkeiten, um internen, lokalen und aktiven Angreifern zu widerstehen. Das Besondere an GNUNET und Freenet ist, dass sie zusätzlich die Hosts mit plausibler Abstreitbarkeit geben. Im Vergleich zu I2P und Tor
Und in Tor oder I2P, wenn man einen Hidden Service betreibt und man wird identifiziert, dann ist man identifiziert. So. Then we can also compare by the use cases. Wir können die Anwendungszwecke vergleichen. Wenn man Absender-Anonymität im normalen Internet haben möchte, dann schafft man das mit Tor, Jononym oder zum Teil I2P. Versteckte Services können mit Tor, I2P, Freenet und GNUNet betrieben werden. Then for GNUNet, you have the option that when or GNUNet and Freenet. Mit GNUNet und Freenet hat man die Option, dass Nachrichten veröffentlicht werden können und dann kann man selber offline gehen und die Nachrichten bleiben erstmal im Netzwerk. Wenn man einen Hidden Service in Tor oder I2P betreibt, dann muss man online bleiben, um Nachrichten zu senden. Und das verändert halt auch die Angriffsoberfläche. Then anonymous file sharing. Und letztendlich anonymes Datei-Sharing ist möglich mit I2P, Freenet, GNUNet und zum Teil mit Tor. Aber die mögen das nicht. For my impression, I got the impression that it's quite a popular application with an I2P. Also meinem Eindruck nach ist das eine ziemlich beliebte Anwendungszweck für I2P. Let's compare the provider models. Ja, die Provider-Modelle. And the provider models is finally the question: Who do you trust? Also die Frage, wem vertraut man eigentlich? In Tor sind die Relays von Freiwilligen betrieben. Bei Jononym werden die Betreiber von Jononym authentifiziert. Which are somehow approved by Jononym, but yeah. And for I2P Freenet. Und bei I2P Freenet und GNUNet. And the fact that every peer, which is participating, ist jeder Peer auch ein Relay für andere. A provider to for the network. So then other properties we might compare. Andere Eigenschaften, die man vergleichen könnte, ist zum Beispiel Benutzbarkeit, die Größe des Anonymitätssets und die Aktivität der Gemeinschaft. Und considerably better. Und Tor scheint da deutlich besser abzuschneiden in diesen Kategorien. Alternatives als Alternativen. So let's have a look at some research work. Okay, lass uns doch mal ein bisschen die Forschungsarbeit angucken. And there is, for example, the AnnoNext project. Es gibt AnnoNext. They investigate the options of zero effort anonymity. Wo sie null Aufwand Anonymität erforschen. Das machen sie, indem sie IPv6-Adressen mischen. Das setzt voraus, dass man dem ISP vertraut. Und dass die ISP Anonymität liefert. There's also some work going on in improving Jononym. Dann wird daran gearbeitet, Jononym zu verbessern. Real mixed network, so they do not shuffle the messages. Jononym ist kein richtiges Mixnetzwerk, weil das die End-to-End-Verzögerung verschlechtert. Und jetzt wird halt geguckt, ob es die Möglichkeit gibt, ein richtiges Mix-Netzwerk zu bauen. Für bestimmte Anwendungen und nur unter Hinblick auf Nachrichten gibt es Vuvuzela. Es ist ein Forschungsprojekt, das versucht, diese Nachrichten zu verstecken. Sie machen viel Lärm, um Metadaten zu verstecken. Nachrichten werden an Dead Drops geschickt und irgendwann von Bob zum Beispiel wieder abgerufen. Das scaled ziemlich gut mit der Anzahl der Benutzer.
Also wenn das einen interessiert, dann kann man damit weitermachen. Dann reden wir auch mal ein bisschen über Loopix. Loopix wurde dieses Jahr vorgestellt. Sein Ansatz, wo sie ein bisschen überdeckenden Traffic benutzen, ist auch ein Mixnet. Sie versuchen, mächtige Angreifer zu widerstehen, wie zum Beispiel globale passive Gegner oder aktive Angreifer. Aber ich denke, das ist keine einfache Aufgabe. Das ist ihre Sicherheitsziele, nämlich Sender-Empfänger, Unverknüpfbarkeit durch eine dritte Partei, dass niemand schauen kann, ob der Sender online ist. Und dass man den Empfänger nicht beobachten kann. Meine Zusammenfassung ist, dass Tor gut ist, aber nicht allein. Es gibt ein paar andere Optionen, die man sich mal angucken kann. Es gibt kein Anonymitätssystem ohne mit Schutz gegen einen globalen passiven Beobachter. Wenn wir Anonymität erreichen wollen, ist das nicht möglich ohne Sicherheit. Ich denke, es ist sehr gerne gesehen, wenn man die Systeme testet, Bugs reportet und Patches sendet. Die Beteiligung in diesen Netzwerken verbessert nicht nur die eigene Privatsphäre, sondern auch vergrößert auch das Anonymitätsmenge und damit auch die Privatsphäre der anderen. Vielen Dank. Yes. Thank you for this talk. Vielen Dank für diesen Vortrag. Wir haben noch ordentlich Zeit für Fragen. Also geht mal zu den Mikrofonen, falls ihr eine Frage habt. Ich sehe jemanden bei Mikrofon 4. Bitte, stell deine Frage. Vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage bezüglich GNUNet und FreeNet. Soweit ich das verstehe, ist es relativ ähnlich zu IPFS, in dem Sinne, dass man ein bisschen unzensierbare Daten hat, die man durch das Netzwerk senden kann. In IPFS wird das anscheinend durch eine Blockchain ermöglicht. Wie ist es in FreeNet oder GNUNet? Okay. Wir haben einen erfolgreichen Anfrage. Die Anfrage wird weitergeleitet und Verbindung 9 schickt die Anfrage an Bob und Bob hat die Informationen. Und diese Informationen werden dann gespeichert bei allen Knoten auf dem grünen Pfad. And the green node are saving these informations. Also sie speichern diese Informationen. That answer your question or? Not really. Antwort das die Frage? Nicht wirklich. Ist es für immer gecached? Ist es mit einem Blockchain-Algorithmus gecached oder für eine gewisse Zeit? Es kann sein, dass die Information irgendwann verschwindet. Ist es zeitgelimit? Ja, der Cache ist begrenzt. Wenn der Cache voll ist, dann werden die Nachrichten gelöscht, die am ältesten sind oder die am längsten nicht abgefragt worden sind. Wenn ihr den Raum verlasst, bitte seid ein bisschen leiser sein. Ist diese Frage beantwortet? Dann würde ich gerne den Signalengel fragen, ob es eine Frage aus dem Internet gibt. Yes, there is. Ja, es gibt eine. Would you prefer I2P over Tor for a hidden service if würdest du I2P über Tor bevorzugen, wenn die geringe Latenz nicht wichtig ist? Schwierig zu beantworten. Yes.
Also, es gibt unterschiedliche Annahmen über Sicherheit. Und es ist schwer zu beantworten, welches System jetzt wirklich sicherer ist als das andere. Auf jeden Fall wird Tor aktiver dran entwickelt und aktiver dran geforscht und aktiver getestet. Das könnte zumindest darauf hinweisen, dass es sinnvoll ist, Tor zu benutzen. Yeah, maybe it also depends on the specific. Es hängt auch davon ab, welchen Service man jetzt anbieten möchte. Okay. So, okay. Ich sehe zwei Leute bei Mikrofon 1. Bei den Lösungen, die du vorgestellt hast, wie gut skalieren sie sie? Würde es möglich sein, den kompletten Internetverkehr über Tor zu routen oder über I2P Hidden Services? Wir können uns mal das Provider Model angucken. Ich würde sagen, Tor braucht Freiwillige, um die Relays zu betreiben und den Traffic zu bezahlen. Und das skaliert nicht so gut, wie als ob jeder Peer, der ins Netzwerk geht, auch Traffic weiterleitet. Also es hängt davon ab, ob Tor so schnell wachsen kann, um gut genug zu skalieren, wie I2P das machen würde oder Freenet oder GNUnet. Okay, wir haben Mikrofon 3, eine Frage. Soweit ich das richtig verstehe, ist GNUnet und Freenet ein verteilter Datenspeicher, so mit einem Cache. Gibt es da auch dynamischen Content in diesen Netzwerken? Dynamische Inhalte sind schwierig. Das wäre ein Grund, um zu I2P oder zu Tor zu wechseln für Hidden Services. Da hat man ansonsten nur statischen Inhalt. Statische Webseiten, Free Sites, wie sie im Freenet genannt werden, die können das zu einem gewissen Grad befriedigen, das Bedürfnis, aber nicht wie dynamischer Inhalt. Okay, ich sehe noch eine weitere Frage bei Mikrofon 1. Ich habe gesehen, dass alle Netzwerke durch globale passive Beobachter verwundbar sind. Let's see. Also, wenn wir alle Verbindungen angucken können im Netzwerk, dann wissen wir genau, welcher Knoten Nachrichten an welchen anderen Knoten senden. Und wenn man das über einen großen Zeitraum macht, dann können wir das Anonymitätsset zu einem großen Grad reduzieren. Also wenn Alice die Nachricht an den ersten Knoten sendet und Alice sendet das an 2 bis 3 Knoten und über einen großen Zeitraum können wir Traffic korrelieren. Ist das tatsächlich praktisch möglich? Für einen globalen passiven Beobachter? Wir kennen nicht die tatsächlichen Möglichkeiten. Für Jononym, wo man nur sehr wenige Relays hat. Lass uns mal sagen, die haben 20 Relays. Selbst wenn sie in verschiedenen
legalen Bereichen sind. Aber es ist sicherlich möglich für Geheimdienste, den Traffic von 20 Relays zu beobachten. Es ist sicherlich schwieriger, wenn man 70.000 Knoten hat. Aber ja. For some networks, it seems reasonable. Aber für einige Netzwerke scheint es zumindest sinnvoll zu sein. Okay, der Signalengel nochmal. Ruffy möchte wissen, ob du dir mal das Rifle-Anonymitätsnetzwerk angeschaut hast, was ein Forschungsprojekt ist. Könntest du die Frage nochmal vorlesen? Ruffy möchte wissen, ob du dir das Rifle-Anonymitätsnetzwerk angeschaut hast. Ja, wir haben es uns mal angeguckt. Und Rifle ist halt ein anderer Ansatz. Wo sie dieses Dining-Cryptographer-Netz benutzen. Yeah, they're actually because they use secure multiparty computation. Sie benutzen sichere Mehrparteiberechnung. Wenn nur ein Mitglied des Relays, also wenn nur ein Relay vertrauenswürdig ist, dann können sie bereits Anonymität gewährleisten. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Und sie haben einen anderen Ansatz, der sehr schneller Mischung heißt, wo man zeigen kann, dass der Mix irgendwas mit der Reihenfolge der Nachrichten macht. Okay, then we have microphone one. Dann bei Mikrofon 1. Hallo, danke für deinen Vortrag. Während deiner Forschung, hast du die Möglichkeit, gegen Zensierbarkeit geschaut? Zum Beispiel in vielen Firmen werden solche Anonymitätsnetzwerke blockiert. Die Frage ist also, welche dieser Netzwerke sind eher dagegen geschützt? Gegen Zensur? Okay. Wir können uns das mal angucken. Also Peer-to-Peer-Netzwerke können wir im Allgemeinen sagen, dass sie sehr widerstandsfähig sind. Weil es so viele verschiedene IPs gibt und so viele verschiedene Peers, dass es schwer ist, für den Sensor alle zu zensieren. Und für den Sensor ist es sogar schwierig herauszufinden, welche Peers überhaupt Teil des Netzwerkes sind. Also es gibt ja keine Liste von allen Peers. Bei Tor kennen wir die Informationen über die Relays. Also die Liste der Relays ist öffentlich. They call it bridges. Aber es gibt auch geheime Brücken, über den man ins Netzwerk reinkommt. Bei Jononym, wenn ein anderer Benutzer den Verkehr proxet, dann ja. Thanks. Yeah? Vielen Dank. So, microphone four, please. Mikrofon Nummer 4, bitte. Hast du dir mal die Verschlüsselungsalgorithmen von den verschiedenen Netzwerken angeschaut und wie gut die sind? Nein, das haben wir uns überhaupt nicht angeschaut. Aber einige benutzen Onion-Verschlüsselung, andere verschlüsseln nur von Hop zu Hop. Aber die genauen Details haben wir uns nicht angeguckt. Ich sehe, das Internet hat noch eine weitere Frage. Welp möchte wissen, was du
bezüglich Onion Routing über WebRTC denkst. Bezüglich Verbreitung und so weiter. Kannst du die Frage noch mal ein bisschen wiederholen? Wie man Onion Routing über WebRTC machen kann. Der Frager denkt, dass es deutlich einfacher einzurechnen ist mit WebRTC. Actually, I didn't look into it, but also, das habe ich mir nicht angeguckt. Soweit ich weiß, ist WebRTC nur im Browser. Aber nee, sorry, kann ich nicht beantworten. Okay, dann Mikrofon 3. Hallo. Meine Frage ist, du hast gesagt, dass der globale passive Angreifer gegen diese Netzwerke funktioniert, aber wie skaliert man das? Was kann denn die Maximalanzahl kontaminiert, was ist die Maximalanzahl an Knoten, die maximal kontaminiert sein können, damit du ein Problem hast? Okay, let's try it that way. Okay. Usually, if you have this setup, allgemein, wenn man dieses Setup hat, das heißt, wenn man weiß, dass drei Knoten auf dem Pfad sind. And you know that the entry node and the exit nodes which you are using are malicious and man weiß, dass der Eingang und der Ausgangsknoten bösartig sind und miteinander kooperieren, dann ist es sehr schwer, Verkehrsmuster zu haben, was einen nicht identifiziert. Valid Tor and das gilt für Tor und auch Jononym. So and for the peer-to-peer networks, für die Peer-to-Peer-Netzwerke hängt es davon ab von den Nachbarn. Also ITP hat 70.000 Knoten und wenn die Nachbarn nicht bösartig sind, dann beschützen die einen. In ITP Since the length of the tunnel is also not fixed, or da die Länge des Tunnels nicht fest ist, and each peer can decide how long his tunnel should be, und jeder peer entscheiden kann, wie lang der Tunnel sein soll, it's quite difficult for ist es relativ schwer für einen Angreifer zu wissen, welchen Knoten er als Entry Point benutzen soll. Entity like besides him is Alice. For an entry guard or for an entry node. Für einen Eingangsknoten. It's more dangerous because ist es gefährlicher. Besides him is like the real person. Weil er weiß, dass er mit der tatsächlichen Person verbunden ist. Okay, last person, I think, is that microphone one? Okay, letzte Frage bitte. Das ist Mikrofon 1. Du hast über plausible Abstreitbarkeit geredet von GNUnet und FreeNet. Kannst du mir erzählen, was man abstreiten kann und was nicht? Kann ich zum Beispiel abstreiten, ob ich Teil des Netzwerks bin? Also im Allgemeinen kann man abstreiten. Okay, in this case, an attacker does not know whether. Also in diesem Fall weiß ein Angreifer nicht, ob man der letzte Hop ist oder ob man tatsächlich der Empfänger der Nachricht ist oder ob dann noch irgendwo ein Hop kommt. Also wenn man Nachrichten an jemanden sendet, dann kann der abschreiten und sagen, nein, ich habe das nur weitergeleitet. So, and if you have the information, then actually, wenn du die Information hast, dann here, I would say, then that the green node, der grüne Knoten, does not know whether this information was hosted by weiß nicht, ob
red node or the blue node. Die Informationen jetzt von der roten oder von dem blauen Knoten kommen. Wir wissen, es kommt irgendwo von da drüben aus dem Netzwerk. Was ich auch noch nicht erwähnt hatte, ist, man speichert diese Informationen als Ampere. Und diese Informationen, die man speichert, die sind verschlüsselt und man weiß nicht, was überhaupt drin ist. Also man speichert die Informationen, aber man kann abstreiten, dass man überhaupt weiß, was man da speichert. Okay, I don't see okay, ich sehe keine weiteren Fragen. Ich habe noch eine Frage. Keine dieser Netzwerke stellen Schutz gegen einen globalen passiven Angreifer bereit. Aber bei I2P denke ich, wenn man einen Hidden Service hat, wie I2P Boote? Kannst du mir erzählen, wie man überhaupt gegen solche Angreifer verteidigen kann? Also I2P Boote ist quasi ein E-Mail-Client. Also für E-Mail ist es relativ einfach. Manchmal schickt man nur eine einzelne Nachricht. Also zum Beispiel, aber wenn man zum Beispiel einen versteckten Service in I2P hat und man kann Nachrichten von ihm abfragen, und er schickt diese Nachricht zurück. Dann kann man eine Korrelation zwischen den Informationen finden. Aber für einzelne Nachrichten ist es manchmal schwieriger. Vielen Dank. Okay, ich denke, wir haben jetzt alle Fragen beantwortet. Und das ist auch ganz gut mit der Zeit. Vielen Dank also für den Vortrag. Kein Problem, ja, danke. Damit verabschieden sich aus der Überlegung.